Hallo ihr Lieben, hier ist gerade Christian nach Hause gekommen und wird sich jetzt auch testen. Wo sind die Dinger? Papa hat welche gekauft, ich glaube ja. Denn ihr könnt sehen, ne, ich sehe aus wie durchgekaut und ausgespuckt. Genauso geht's mir auch. Ich habe mich heute getestet, nachdem Raphael gestern Abend positiv getestet wurde. Die sind auch heute alle drei zum PCR-Test gegangen. Also Isabel hatte ja Termin und Dirk hat heute früh angerufen da und die meinten, bring den Kleinen auch gleich mit. Ja, jetzt sind alle krank geschrieben, außer Christian, der testet sich jetzt. Also, und heute habe ich dann mittags mich hier hingesetzt und gesagt, mir geht's so kacke. Da hat Raffi mir gleich Test dann geschleppt und meinte, teste dich. Ja. Und ich habe jetzt auch die königliche Seuche. Die hat eine Krone auf. Genau, ich bin ja sowieso hier die Queen, Königin, ne? Jetzt meinst du nicht, dass du die Kaiserin bist? Sei ruhig dahin. Auf jeden Fall, ja. Es hat uns erwischt. Aber gestern Abend habe ich tatsächlich sogar noch die Marmelade fertig gekocht. Hier sind 8 Gläser Kirschmarmelade. Und zwar habe ich die tatsächlich püriert, die sonst ja war das nicht ganz so ansehnlich, denn unsere Kirschen sind ja ziemlich hell. Das ist eine Frühkirsche und Süßkirsche und die sind nicht so dunkelrot, sondern eher hell und trotzdem aber schon reif und lecker. Aber Marmelade hat nicht so schön ausgesehen, also mit ganzen Kirschen. Also habe ich mir gedacht, ich mach das jetzt einfach mal mit dem Pürierstab einmal durchgehen und dann, ja, habe ich das mit ganz normal mit Gelee und Marmelade, Zucker. Das haben sie da reingetan. Das ist extra zum Transport vom Test. Aha. Süß. ja. Essen müssen wir aber trotzdem alle, ne? Auch wenn es mir nicht so gut geht. Ich habe ja eigentlich geplant, so eine Hähnchenfleisch-Gemüsepfanne mit Reis oder Kartoffeln dazu. Aber dafür fehlt mir jetzt natürlich die Kraft. Und ja, ich kann auch nicht so lange stehen. Ich bewege mich heute tatsächlich von A nach B, ne? Nur von einem Sofa aufs nächste. Und das mache ich gleich auch, wenn ich alles angeschmissen habe. Ich mache jetzt eine Suppe, eine Gemüsecremesuppe mit allem, was da ist, an Grünzeug. Und am Ende werde ich separat das Hähnchenfleisch jetzt gleich noch klein schneiden und ein bisschen würzen und anbraten, so richtig anknuspern. Und das kommt zum Schluss auch noch in die Suppe. Und ich zeige euch einfach mal, was ich mir jetzt so alles hier nehme. Also Cremesuppen habe ich euch schon oft gezeigt, aber in letzter Zeit gar nicht so oft. Ne? In letzter Zeit gab es nicht so häufig Cremesuppen. Deswegen zeige ich das jetzt nochmal. Ja, mein Topf, ich mache etwas größeren Topf diesmal tatsächlich. Dann haben wir morgen, ich weiß nicht, wie es mir morgen geht. Deswegen gleich vorsichtshalber ein bisschen mehr. Und dann nehme ich folgende Sachen rein. Eine Zwiebel, 2 Solo-Knoblauch, eine Paprika, 2 Möhren, eine Peperoni, ein paar Töffels, eine Zucchini und einmal den Brokkoli, den ich gestern gekauft habe. Und ja, das Gute an Cremesuppen ist, ach, meine Hände tun auch so weh, dass man alles nur grob schneiden muss. Also es wird ja eh püriert, deswegen muss man das jetzt nicht ganz so fein schneiden. Ne, da entfällt jetzt die Schnippelei ein bisschen, denn das kriege ich jetzt nicht auf die Kante, ne? Hier mit dem Kante? Geschnippele. Was für eine Kante? Dachkante? So, einfach alles grob schneiden und nacheinander reinschmeißen und anbraten. Also zuerst Zwiebel und Knoblauch, dann eben die Sachen, die am längsten brauchen, wie Möhren und Kartoffeln. Und dann alles andere hinterher. So. Los geht's.
So, ihr Lieben, das ganze Gemüse ist jetzt im Topf und auch schon ein bisschen angebrutzelt. So leichte Röstaromen bekommen. Und jetzt gieße ich das Ganze einfach mit Wasser auf und gebe ein bisschen was von meiner Gemüsebouillon rein. Zack. Und dann darf die ganze Geschichte einfach kochen, bis alles weich ist. Ja. Ich mache gleich einen Deckel drauf. Und hier habe ich das Fleisch. Das habe ich jetzt klein geschnitten. Ich glaube, ich nehme diesen Teller lieber. Der ist etwas tiefer. Und würze das Ganze ein bisschen, bevor ich das anbrate. Das wird einfach nur in der Pfanne angebraten. Ein bisschen Salz und Pfeffer. Hä? Batterie alle schon? Das kann nicht sein. So schnell geht das doch gar nicht alle. Ah nee, rausgefallen. Okay. Nee. Hä? Na, das ist ja toll, ey. Dann nehmen wir diesen Pfeffer. Und Paprikapulver. Ja, und das Ganze vermenge ich jetzt einfach mal ein bisschen mit der Hand. Ja, und brate in der Pfanne an. Hätte ich Ingwer, hätte ich jetzt auch noch Ingwer mit reingeschmissen und noch irgendwas. Aber ist nicht da. Aber ich hole noch ein paar Kräuter aus dem Garten gleich. Ja, jetzt einfach nur das Fleisch anbraten und dann kann man das stehen lassen, bis es gebraucht wird. Also das kommt wirklich zum Schluss rein, wenn die Suppe schon fertig ist. Ja, das kann es anbraten und ich bringe in der Zwischenzeit die Marmelade nach hinten in den Anbau, ins Regal und ja, lege mich dann auch wieder kurz hin. So, ihr Lieben, jetzt ist alles weich gekocht, also püriere ich die ganze Geschichte einfach mal. Und jetzt probiere ich wegen Salz. Natürlich haben wir nicht genug Salz drin. Ich habe ja nur die Brühe ein bisschen reingegeben gehabt. Also ein bisschen Salz, dann gebe ich ein bisschen Ingwer. Das war jetzt zu viel. Dann gebe ich Frischkäse, Kräuter, ein bisschen rein und Creme leicht oder Schmand. Also wer es lieber mag, kann gerne natürlich Sahne reinmachen. Ich mache das jetzt mit Creme leicht. Mag ich einfach den Geschmack lieber. Und püriere die ganze Geschichte noch einmal durch. Mmh, perfekt. Und jetzt habe ich hier das Fleisch. Das lasse ich jetzt einfach mal hier reinplumpsen. Und dann habe ich hier aus dem Garten frischen Dill, Petersilie und ein bisschen von grünen Zwiebeln. Das kommt auch noch rein. Und ein paar Lorbeerblätter. So. Und dann einmal alles einrühren und noch einmal kurz aufkochen. Und die Suppe ist fertig.
ist etwas flüssig geworden, ist aber nicht so schlimm. Ich mag das so gerne und ja, esse dazu eh immer ein Brot. Ja, ab auf den Herd. Das schaut doch richtig lecker aus, finde ich. Und einmal kurz aufkochen und dann ist es fertig. Mmh. Ja. So, ihr Lieben, die Suppe ist fertig. Genau. Und deswegen werde ich jetzt erstmal die Familie abfüttern. Und danach sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Mann, mir geht es echt mit jeder Stunde immer schlechter. Naja, egal. Wir essen jetzt und danach quatschen wir noch ganz kurz. So, ihr Lieben, das Essen war lecker. Hat wirklich allen super geschmeckt. Ich denke, das ist genau das Richtige jetzt, wo es uns nicht so gut geht. Was Einfaches, auch Leichtes, sage ich mal, und vor allem Vitaminreiches. Ich habe genug gekocht, dass es auch für morgen reicht, falls es mir nicht gut geht. Und mir wird nicht gut gehen. Also Dirk geht's besser, Isabel geht's auch etwas besser. Raffi und mir geht's echt stündlich schlechter, weil die beiden, die waren ja früher damit beschäftigt, sage ich mal, ne, mit der Seuche. Und ja, ich und Raffi, wir haben das jetzt, das gekriegt. Ich habe gerade meinen Test. Ja, der zweite Strich ist zwar ziemlich schwach, also ganz blass, aber er ist da. Genau, das war natürlich zu erwarten. Das ist klar, das haben ja auch jetzt ein paar von euch schon geschrieben. Das war zu erwarten. Ich habe damit gerechnet, dass ja nicht nur bei Dirk und Easy bleibt. Ist halt so, wir sind eine Familie und viel zusammen und ja, Zeit zusammen verbringen in einem Haus, dann haben wir das halt alle durch. Was unseren Besuch angeht, haben wir jetzt Bescheid gesagt, das war seine Entscheidung, er wusste, dass der, damals wussten, war er noch negativ erkältet ist, er wollte trotzdem in seinen freien Tagen herkommen, ja, der hat es auch schon mal gehabt, die Seuche. Ne, der gute Florian, ich hoffe, er kriegt das nicht. Und wenn, ja, das war eben seine Entscheidung. Er ist ein erwachsener Mann. Genau, mir geht's überhaupt nicht gut. Das Essen hat auch schon so angestrengt, durchgeschwitzt, bis weiter geht nicht mehr. Deswegen werde ich mich jetzt auch wieder hinlegen und ja, ausruhen. Ich wollte nur Bescheid sagen für die nächsten Tage. Falls nichts von mir kommt, ja, dann wisst ihr, was los ist. Denn große Sprünge kann ich nicht machen gerade, ne? Also ich kann jetzt nicht hier sauber machen, putzen, was weiß ich. Wäsche stapelt sich auch schon wieder, da sind zwei Wäschekörbe, die unbedingt gemacht werden müssen, aber ich kann gerade nichts, nichts, nichts. Dann ist es halt so, dann sieht's hier auch aus wie im Saustall, aber naja, kann man nicht ändern, genau. Wollte nur Bescheid sagen, dass, ja, ihr euch nicht wundert, wenn vielleicht die nächsten Tage keine Videos kommen. Ich werde gucken, wie es mir geht. Ne? Also, wenn es nicht ganz so schlimm wird, dann kann es sein, dass ich vielleicht ein bisschen was filme. Aber naja, meine Rüssel sieht schon wieder aus, voll rot. Ich niese mir das letzte bisschen Gehirn aus der Nase raus. Also das ist, ja, wie wirklich so eine schlimme Grippe, ne? Also das, ich hatte ich schon lange nicht mehr irgendwie so Grippe. Jetzt habe ich die Seuche erwischt. Ja, genau, ihr Lieben. Bevor ich jetzt hier komplett aus den Latschen kippe, beende ich dieses Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt nur ein bisschen Suppe kochen war. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen, wer mag. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.